Mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer und bessere Luft. Das schwebt vielen Bewohnern von Innenstädten vor. Doch wie die Autos aus der Stadt verbannen? Da gibt es ja viele unterschiedliche Vorschläge. In einigen österreichischen Städten, unter anderem in Wien, will man zum Beispiel die Einfahrt ins Zentrum strenger regeln und kontrollieren. Bewohner sollen natürlich hinein dürfen, Gäste sollen gleich eine Parkgarage ansteuern oder wieder ausfahren. Peter Babutzki über den Plan und die Kritik daran. Wer bekommt wie viel Platz in der Stadt? Derzeit sieht es vielerorts so aus, das Auto steht im Mittelpunkt. Einige Städte wollen das ändern, etwa im ersten Bezirk in Wien. Der Plan, wer mit dem Auto in den ersten Bezirk fährt, muss ihn nach 30 Minuten wieder verlassen. Wer länger bleibt, muss in einer Parkgarage parken. Ausnahmen sind vorgesehen, etwa für Anrainerinnen, Taxifahrer, Müller, Pfuhrwirtschaftstreibende. Autofahrer, die sich nicht daran halten, bekommen eine Geldstrafe. Überwachen will die Stadt das mit Kameras, die jedes Auto erfassen würden. Es geht darum, dass Kennzeichen fotografiert werden. Und das passiert in Österreich permanent bei der Geschwindigkeitsüberwachung oder zum Beispiel bei den Mautstellen. Es wäre nichts Außergewöhnliches, aber es braucht eine gesetzliche Grundlage, sonst dürfen wir es nicht machen. Konkret müsste die Straßenverkehrsordnung geändert werden, um zum Zwecke der Verkehrsberuhigung überwachen zu dürfen. Auch andere österreichische Städte haben sich nun dieser Forderung angeschlossen, etwa Linz oder auch das grün geführte Innsbruck. Doch die grüne Verkehrsministerin bremst. Ein erster Gesetzentwurf sieht vor, dass die Kameras deaktiviert werden müssten, wenn Demonstrationen stattfinden. Ich verstehe nicht, wenn wir über Verkehrsberuhigung reden, warum wir dann darauf bestehen, dass wir Demonstrationen filmen. Es ist völlig klar, das Demonstrationsrecht ist in einer Demokratie ein besonders schützenswertes Gut. Das haben auch die Datenschützer und Datenschützerinnen im Entwurf besonders gewürdigt, dass wir das berücksichtigt haben. Und im Übrigen gibt es technische Lösungen, mit denen das völlig problemlos auch umsetzbar ist. Die Städte wiederum zweifeln an der Umsetzbarkeit. In und um die Wiener Innenstadt werde laufend demonstriert. Die Kameras wären de facto immer außer Betrieb, argumentiert Wien. Alle anderen Städte in Europa haben das auch. 25 Städte in Österreich wünschen sich das für die Überprüfung ihrer Schulstraßen, für die Überprüfung ihrer Zentren. Also das ist eine europäische Entwicklung, die können wir bei uns nicht ausblenden. Einige Verkehrsplaner wiederum verstehen nicht, warum die Städte überhaupt so ein kompliziertes und teures Kamerasystem anwenden wollen. Radikal und einfach wäre, Oberflächenparkplätze allgemein abzuschaffen, Anrainern einen Garagenplatz zuzuweisen. Auch den Verbleibenden könnte man ein Angebot machen, dass sie in die Garagen gehen. Und darüber hinaus hat sich ja die Stadt Wien auch zum Ziel gesetzt, dass der Motorisierungsgrad auf 250 Privat-Pkw pro 1000 Einwohner sinken soll bis 2030. Im ersten Bezirk sind wir bei 500 aktuell, das heißt doppelt so viel, wie eigentlich der Zielwert in sechs Jahren inzwischen wäre. Wer bekommt wie viel Platz in der Stadt? Über diese Frage wird wohl noch länger gestritten werden.